Hallo Freunde, 93,7% meiner Kommentatoren haben sich Unboxing-Videos gewünscht und 100% von euch wissen ja noch nicht, wie es das eine Mal ausgegangen ist, als ich gemeint habe, ich würde draußen schlafen, nachdem das Wetter wieder besser ist. Das habe ich auch versucht und dann habe ich die fucking Moskitos zusammengestochen, durch die Hose durch, also ich hatte eine Hose an irgendwie und ich hatte lauter Stiche in den Beinen, ich wusste nicht, dass die durch Klamotten durchstechen können, also jetzt wisst ihr es auch. Und deswegen, oder vielleicht habe ich davon schon erzählt, ich weiß es nicht, ich mache so viele Videos. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt ein Zelt geholt, besser gesagt, so ein, man nennt das Ding auch Biwaksack. Die Jungs von bergfreunde.de, wenn ihr da mal so Outdoor-Zeug kaufen wollt, haben mir zwar davon abgeraten, weil es nicht so bequem ist anscheinend, aber was mir halt wichtig war, also erstmal Props, dass die so offen das sagen, die haben mir halt was anderes empfohlen, aber die sagen ganz offen, nee, das würde ich nicht kaufen. Das Ding ist halt, ich möchte einen Stealth-Faktor. Campen ist offiziell verboten in Spanien, deswegen möchte ich nicht so auffallen. Also ich habe jetzt alle, die ich gefragt habe, wenn man es jetzt nicht übertreibt oder man tagsüber im Park sein Zelt aufbaut, dann passiert nichts. Trotzdem, ich werde sonst paranoid. Genau. Von daher ein kleines Zelt, das man jetzt sieht. Das ist das Outdoor Research Stargazer Bivy. Zum Unboxen gibt es halt nicht so super viel. Man macht halt hier den Turnbeutel auf. Es hat leider keine so stealthige Farbe, aber trotzdem ist es nicht hoch. Zum Beispiel, das habe ich das letzte Mal gemacht, wo mich die Moskitos zusammengestochen sind. Dort, wo der Traktor ins Feld reinfährt, drückt er das Gras platt. Und jetzt so um die Zeit ist das schon hoch genug. Und die Spuren sind breit genug, dass man da mit einem Schlafsack oder mit sowas sich reinlegen kann. Ich habe das dann auch mal geguckt. Wenn man außen vorbeiläuft, sieht man das nicht. So, hier, das ist das Teil. Gar nicht so leicht, alles mit einem Arm zu machen. Props auf alle Einarmigen. Scheiße, warte mal, ich mache hier den Mund. Gut, so. Okay. Oh ja, das ist so ein Zeltgestänge. Mal gucken, das wäre ja gleich eine super Werbung für das Teil, wenn man das mit einem, Arm aufbauen könnte. Ich habe versucht, mein Handy irgendwo hinzustellen, dass man einen guten Winkel hat, aber ich habe es nicht hinbekommen. Ich könnte mir mal so ein Handy-Stativ holen. So, okay, also diese Stange hier habe ich schon mal, hinbekommen. So, oh ja, das ist wirklich stealthig. Me gusta. So. Ja, nicht nur das Ganze mit einem Arm machen, sondern auch gleichzeitig gucken, dass man einigermaßen was sieht auf der Kamera. So. Super leicht, das Ding wiegt nicht mehr als, keine Ahnung, als ein, na, wie ist die Marke nochmal? Jetzt wollte ich einen coolen Gag machen, ja, zu spät. Werdet ihr erfahren, welchen Gag ich hätte machen wollen. Vermutungen und Mutmaßungen gerne in den Kommentaren. So, okay, jetzt wird's lustig. Man muss nämlich jetzt hier dieses Gestänge hier, glaube ich, irgendwo durchpriemeln. Machen wir das innen. Okay, ich habe ja noch meinen Fuß. Also hier ist ein Reißverschluss, den kann man auch aufmachen. Okay, wo geht das? Okay, ich sehe mich jetzt mal von oben, weil jetzt benutze ich doch mal meine beiden Hände. So mit meinen beiden Händen machen wir das. So. Sieht schon mal cool aus, also, weil es ist natürlich so, die Farbe leuchtet einem gerade recht ins Auge. Also dieses Bivy wurde, die Werbung, die dafür gemacht wurde, und das ist auch so ein bisschen mein Use Case. Normalerweise sind so Bivys oder Biwaksäcke sind halt sehr klaustrophobisch. Das Ding ist quasi so gebaut, dass man damit, wenn es halt nicht zu kalt ist, in die Sterne gucken kann mit einem schönen Mückengitter. Yeah, Mückengitter. Genau, also ohne dass ich mich wie einem Sarg fühle, bin ich trotzdem vor den scheiß Mücken geschützt. Das ist sozusagen die Idee dahinter. Jetzt muss ich aber trotzdem noch schauen, wo man hier diese Stange reinmacht. Ich meine, ich könnte das natürlich nachlesen in der Anleitung, aber hey. Ich könnte irgendwo hier rein, ja, das ist nicht so ganz spannend für euch. Sorry. Ich
Ich könnte auch einfach mal auf, ah, ich habe jetzt die ganze Zeit nicht in die Kamera geguckt, shit. Ich könnte auch einfach mal auf Pause drücken. Ah, wartet mal, hier kann man, hier kann man. Ja, ich glaube, ich habe es gefunden. Man kann hier so einen Klettverschluss aufmachen und dann erscheint da eine Öffnung. Und ich glaube, durch dieses Ding kann man es dann durchfriemeln. Friemeln ist der offizielle Fachbegriff dafür. So, schauen wir mal, ob meine Hypothese richtig war. Ja, da geht doch was. Da geht doch was, Leute. Hier immer noch. Einarmig. Ja. Ah, da muss ich nur zu helfen wissen. Ich leg's nochmal kurz hin, damit ich schneller. Aber ihr habt gesehen, es geht theoretisch auch einarmig. So. Ja, wobei, das wirkt schon recht verstärkt, das ganze Material. Also da kann man, glaube ich, schon ein bisschen mit Druck an die Sache rangehen. Aber trotzdem, wenn man das neu hat, dann will man es ja sehr gut behandeln. Okay, ja, das Ganze stellt man jetzt hier schon mal auf. So, okay. So. Aha. Das ist das Ganze. Passt das? Wartet mal. Das Ganze ist. Puh, also das große Props, wenn ihr da jetzt noch, dabei gewesen seid. Also ich glaube, für mich ist es viel spannender als für euch. Das Ganze ist hier so ein bisschen schief. Ich weiß nicht, ob das so gehört, aber wahrscheinlich schon, wenn man das hier. Kann man dann, wenn man dann hier so sein. Das Ganze steht hier so halbwegs. Genau. Ja, halbwegs. Ich krabbel einfach mal rein und schau, was da passiert. Uffa. Mal schauen, wenn es mich nicht überzeugt, dann gebe ich den Bergfreunde-Leuten vielleicht recht. Okay. Ja. Also ich bin jetzt hier so ein bisschen drin, also es ist tatsächlich kein Platzwunder, aber das wäre jetzt natürlich unfair, wenn man das von dem Teil verlangen würde, weil das war ja auch nicht mein Use Case. So, okay. Hoppa. So, okay. Ich glaube, in dem Moment, wo mein Kopf drin ist, hält es. Ich glaube, es hat auch so eine Eigenhaltekraft, wenn man das ganze Teil zumacht. Aber das wird jetzt natürlich schwierig, das zuzumachen. So, uff. Okay, ihr seht mich noch. Jetzt hört man dieses Mückengitter nur zu. So ein Horrorfilm. Okay. Hallo, seht ihr mich noch? Warum ist es so dunkel hier? Krass. Moment. Ja, gut. Gott. Ach, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt so seht. Man kann ja jetzt aus dem Mückengitter rausschauen. Ja, ich glaube, das ist. Ich probiere es halt einfach mal aus heute Abend. Aber man kann es wohl recht einfach aufbauen. Ich habe sehr arg rangezoomt. Ich glaube deswegen, oh Gott, mein Gesicht. Also ich mag mein Gesicht, ja, warum ist es jetzt so nah? Ja, egal, Leute, macht's gut. Das war's für heute. Ich schreibe das in den Titel rein. 10 Internetpunkte, wer das jetzt ausgehalten hat, sich das alles anzugucken. Ciao.